Also ich erinnere mich, als es dann hieß, okay, wir wollen es digital machen, habe ich hier auch schon Tage verbracht, wo ich auf meinem Balkon geweint habe, weil ja, wir sind halt sehr emotional und dann ist klar, man ist eingefärbt, du kannst. Das ist ja auch ein Prozess, auch für einen Dramaturgen, für einen Regisseur und auch für die Schauspieler. Du entwickelst etwas monatelang und du stehst kurz vor der Premiere, hast alles reingesteckt, monatelange Arbeit, dein Herzblut und auf einmal heißt es, du kannst es nicht mehr machen. Und all deine Wunder, das ist ja wie ein Baby und all diese Ideen sind auf einmal plopp, alles ist weg und du musst sagen, okay, jetzt muss ich mich resetten und ich muss wieder von vorne anfangen. Es gibt immer noch das Spiel Romeo und Julia, das alle Jugendlichen spielen. Und genau, dazu kommt jetzt noch der Aspekt der weltweiten Krise. Этот проект был рассчитан на то, что мы должны через интернет, через диджитал общаться с двумя сторонами. И получилось так, что Der positive Aspekt dabei ist, dass die Jugendlichen jetzt umso mehr gefragt sind, selber kreativ zu werden. Die filmen sich jetzt selber. Das heißt, die werden jetzt nicht mehr nur noch Darsteller und Darstellerinnen, sondern die werden zu ihren eigenen Kameraleuten, Ausstattern, Beleuchtern, Setassistenten. Und dadurch, dass die auch ihren eigenen Alltag filmisch begleiten, also nicht nur das, was wir skripten, was wir schreiben und denen sagen, bitte mach doch so und so, gehen die auch durch ihre eigenen Zuhause und filmen ihren Alltag und äußern ihre echten eigenen Gedanken, wie es ihnen in der Pandemie geht, wie es ihnen mit dieser Krise geht. Und dadurch werden sie eben nicht nur, also stellen nicht nur Figuren dar, sondern kreieren künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten für ihr eigenes privates Erleben und setzen sich kreativ mit den Herausforderungen dieser Krise auseinander. Und das machen wir auch. Also auch wir Künstlerinnen zeigen Einblick in unser Leben und im besten Fall wird dann Romeo meets Julia zu einem zeitgenössischen Dokument, ja, also Einblicke in das alltägliche Ringen auch von uns Kulturschaffenden in Zeiten der Krise gewährt. Also wir versuchen da auch wirklich ja, ehrlich zu sein, um vielleicht kurze Auszüge auch zu zeigen, wie da, was auch in einem Künstler vorgeht. Das Ganze ist aber auch künstlerisch gerahmt, ja. Also das bleibt eine künstlerische Handschrift, also dass das Ganze eben wirklich zu einem Film wird. Vielleicht nochmal rekurrierend auf unser eigentliches Thema. Also die Geschichte von Romeo und Julia passt ja ironischerweise unheimlich gut zu dieser Pandemie. Одиночество, которое мы сейчас испытываем, это и есть тот самый яд, который проходит через произведение Шекспира. То есть нам не нужно употреблять физический яд, а одиночество это является тем самым орудием убийства. И нужно понимать, что нужно с этим бороться. Deswegen glaube ich, dass man auch lernt, Sachen zu schätzen, in dem Moment, wo man sie dann vielleicht auch verliert. Den sozialen Bezug zu anderen Personen oder dieses physische, diese Nähe, lernt man dann erst zu schätzen und hat aber dann doch irgendwo die Möglichkeit, das auf eine andere Weise zu erfahren. И огромное спасибо ребятам, опять же, если говорить о том, что с украинской стороны, то это ребята не то чтобы аматоры, а многие из них даже не имели представления, что такое театр, потому что это ученики, которые пришли конкретно в этот проект. Im Oktober sind wir nach Dortmund gefahren und dort hatten wir eine wunderschöne Möglichkeit, die ersten Szenen zum Theaterstück auf der Bühne zu proben und natürlich deutsche Jugendliche näher kennenzulernen. Und natürlich bin ich begeistert von der Idee, eine virtuelle Brücke zwischen zwei Ländern zu schlagen, um die Vorstellung mit Jugendlichen aus der Ukraine und aus Deutschland durch einen Livestream zu verbinden. Ich finde unsere Proben im Theater, Kommunikation mit deutschen Jugendlichen und Proben in Deutschland cool und großartig. Ich vermisse sie zwar, aber wir proben weiter online. Und dieses Verfahren bereitet auch seine Besonderheiten vor.
man lernt andere Kulturen kennen und man hat ein Gefühl für diese Personen, die auf der anderen Seite sitzen, von diesen Rechnern. Auch wenn das jetzt nur visuell und über Audio verfügbar ist, hat man trotzdem irgendwo so eine Art Beziehung zu denen und spürt auch eine Energie, Liebe und kann ziemlich gut mit denen zusammenarbeiten. Was mich betrifft, ich als Lehrerin bin immer auf der Suche nach den Projekten, nach den Herausforderungen, die eine Möglichkeit gewähren, mein Fach Deutsch aus dem Niveau eines Schulfaches auf das Niveau der Lebensinteresse zu bringen. Und man merkt natürlich, dass das Projekt die Teilnehmer auch beeinflusst. Die werden offener und sicherer und ja, die und selbstbewusster auch. Was mich tatsächlich am meisten überrascht hat, in Bezug auf die Jugendlichen und darauf, wie dieses Projekt gerade vonstatten geht, ist tatsächlich die Kreativität und das Durchhaltevermögen der jungen Darstellerin und der jungen Teilnehmerin. Also so viel Disziplin zu haben, bei all diesen Veränderungen, bei allem, was passiert, so dran zu bleiben und kreativ mit seinen Ängsten umzugehen, das zeugt also wirklich, finde ich, von mentaler Stärke. Und davor habe ich sehr viel Respekt. Und wenn unser Projekt dazu ein bisschen beitragen durfte, dass die Jugendlichen also erkennen, wie stark sie sind und dass sie einen Weg finden, mit Ängsten kreativ umzugehen, dann ist das, finde ich, ein ganz toller Ausgang. Мне настолько приятно, и я хотел бы поблагодарить не только ребят, но и близких их, и родителей, и братьев, сестер, которые с пониманием относятся к таким репетициям. И не только с пониманием, но в каких-то сценах мы даже пробуем участвовать вместе с родителями. Чем интересен и важен этот проект? Тем, что мы внутри семьи, благодаря такому проекту, мы объединяем взгляды, поколения и разности. Trotz dieser Distanz kann eine unheimliche Nähe entstehen. Und verbindet sogar, ich hatte manchmal in Momenten wirklich das Gefühl, dass teilweise mehr Verbindungen entstehen, als wenn ich mich daran erinnere, als wir uns alle getroffen haben in Dortmund, als der Besuch war, wo vielleicht auch noch so Unsicherheit bei den Kindern war, dass das gerade jetzt irgendwie alles so komplett weg ist. Dass die noch mehr Nähe zueinander gefunden haben, auch als Gruppe. Колоссальный новый опыт, которого, например, у меня точно такого не было, да? Es gab auch vorher schon großartige digitale Projekte oder das, was wir ja auch quasi, woran wir dran gearbeitet haben, ein großes digitales Projekt, aber das gerade ist natürlich etwas völlig anderes. Und trotzdem ist es möglich und ich sage wirklich allen Kollegen und Künstlern, traut euch.